dahin. Von da aus müssen sie direkt durch die Tür reinschießen können. Falls denn jemand so nett ist, direkt durch die Tür rauszukommen und auch in freier Schussbahn stehen zu bleiben. Was recht unwahrscheinlich ist, aber man kann ja hoffen und so. Alternativ macht sie einfach ein riesen Loch in die Wand von dem UFO. Dann wird reingesnipert. Ja. Hört ihr das? Ja, die sind da drin und verkauern sich, wie sich das für Mutons gehört. Die sind ja als sehr feige Rasse bekannt und sehr taktisch vorgehend. Okay. Wow, da ist sogar ein Berserker bei. Der ist neu. Und hat ein paar interessante Mechaniken. Du läufst erstmal schreiend weg. Du läufst schreiend weg bis da. So, du schießt auf den Berserker. Und zwar mit so einem Todesschuss. Und jedes Mal, wenn er getroffen wird, läuft er näher zu dem Ziel hin, das geschossen hat. Das heißt, er kommt sehr, sehr schnell ran. Aber man kann halt auch ein bisschen spielen. Weil jetzt schießt halt Van Dorn ihn an, der läuft zu Van Dorn. Wenn jetzt jemand von rechts ihn anschießen würde, würde er zurücklaufen. Also man kann Ping-Pong mit ihm spielen. So, und ich könnte ihn stunnen. Wo ist mein Rocketeer? Rocketeer ist da. Ich müsste ihn hier hinbekommen. Also hier in den Bereich. Oh, 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 das teste ich mal. Du geh mal dahin und schieß auf ihn. Ja. Versucht Furcht auszulösen. Hat aber nicht geschafft. Und wenn ich jetzt nochmal schießen würde, wäre er tot. Okay, dann Command-Fähigkeit. Du sprint mal dahin. Ich hoffe, er hat keine Nahkampf-Insta-Kill-Fähigkeit. Nein, hat er nicht. Okay. Chef, du geh mal dahin. Command-Fähigkeit auf sie. Und du stunst ihn. Bitte, 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 bitte. Ah, schade. Na gut, dann muss er halt sterben. Du, gut. Okay. Also so einzeln, ne, mit genug Leuten, ist es auch sehr gut machbar. Aber wenn davon dann mehrere kommen oder die anderen Mutons auch draußen gewesen wären, dann hätten wir echt ein Problem. Du, rück bitte vor. Overwatch. So, jetzt kommen sie aber raus. Ist allerdings nur einer. Die Floater habe ich gar nicht vorgesehen. Okay, die Floater machen das Ganze jetzt noch ein bisschen unangenehmer. Weil sie ja doch recht gerne flankieren. Und die da vorne ist eventuell gleich tot, weil der andere Floater auch noch schießen kann. Jo. Das war ein Corporal. Alles nur, weil ich halbe Deckung haben wollte. Also, weil ich stunnen wollte. Muss ich in Zukunft mit aufpassen. Lieber mehr Deckung, weniger stunnen, mehr Leute haben. Du bist ein zweimal Schießer, dann schieß einmal und danach. Na. Du, nachladen. Du, wo ich gerade so schön von halber Deckung spreche, ne? Aber ich krieg diese Runde eventuell klein. Wo? Van Dorn, du. Siehst nichts? Ernsthaft? Okay, dann schmeiß eine Smoke Grenade zu den dreien. Das könnte schon mal helfen. Okay. Du. Und erstmal der Scout. Scout tinkt den da vorne an, damit er nicht flankieren kann. So. Dann macht irgendjemand das ihn tot. Du hättest ihn vorne reinkriegen können. Wahrscheinlich. So, wir haben einen Granatenschmeißer irgendwo hier drin. Aber ich glaube nicht, dass er von hier bis ganz hier hinten hinschmeißen kann. Das heißt, du gehst mal dahin und in Overwatch, falls er versucht rauszufliegen, um zu flankieren. Und du
bleibst da am Overwatch. Du gehst hier in Hunker Down, wenn du volle Deckung bekommst. So, was machst du, Floater? Oh, Bloodcall von drinnen sind zwei Mutons mindestens. Nee, stopp. Scout zuerst. Scout. Du. Taken. Du gehst diesmal nicht auf ihn, sondern machst einen Overwatch, falls irgendwie seine Nase da zeigt bei der Tür. Du gibst ihm den Rest. Overwatch. 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 Volle Runde Overwatch. So, kommt raus, ihr Feiglinge. 13. Das ist natürlich gut warten können, bis er nicht rankommt. Ja, 57 ist schon wesentlich besser. Trotzdem nicht genug. Warum schießt der Sniper nicht? Der müsste ihn auch langsam im Visier haben. Oh, schön. Komm, noch ein. Super. Sogar eine Beförderung. Also noch ein Mutron, ein Floater, ein Outsider, denke ich. Und irgendwo ist gerade ein Mail-Container gegangen. Ist ausgegangen. Oh, ist okay. Du. Position dich mal ein bisschen um, damit hier Platz bei den Steinen ist. Sogar sehen. Sehr schön. Dann tick doch mal den, bitte. Und du machst einen Precision Shot und haust ihn weg. Sehr cool. Okay. Outsider und eventuell noch ein Floater. Du laber nach. Du rückst ein bisschen auf. Du rückst auf und jetzt nach. So. Ich will schön einigermaßen volle Magazine haben, wenn wir den Outsider treffen. Weil es passiert mir zu häufig, dass, also gerade in den ersten Missionen, zum ersten Mal auf Outsider trifft, dass ich auf die Baller und dann ihn kurz davor habe, ganz zu töten, dann ist die Munition aus und er regeneriert jetzt wieder hoch. Das ist dann sehr lästig. So, Scout. Scout, du darfst wieder aufscheuchen. So, du bleibst ja kurz stehen, auch wenn du keine Muni hast, für den Sniper, der auch keine Muni hat. Ich hätte noch eine Runde warten sollen. Okay, du. So, du könntest ihn schon mal anschießen. 49%. Okay, weniger Deckung. Du, Outsider haben keine Granaten, das heißt, du kannst hier hin. Kannst mal gucken, ob deine AP-Granate so weit kommt. Nein. Drawn. Gehst du erstmal bitte weg. Weil ich nicht will, dass du stirbst. So, du rückst auf der Seite hier vor. Overwatch wird hier nichts bringen, oder? Doch, falls er die Seiten wechselt, gehst hier in Overwatch. Du. 31% gefallen mir nicht. Moving out. 57 sind schon viel besser. Daneben. Can't kill him if you don't hit him. Heading to that location. Rückst du dann später dahin nach, gehst hier auch noch Overwatch. Du stehst hier echt verdammt doof. Geh halt da.
Und er schießt auf den, der nicht Tanke Down gemacht hat. Das ist sehr gut von dir. Ich weiß nicht, ob die KI das wirklich, also jetzt Zufall war oder ob die KI das mit reinrechnet. Aber ich könnte es mir schon vorstellen. So, jetzt. Du. Ich hätte gern dich irgendwo in einer Position, wo du schießen kannst. Aber das wird nichts. Doch. Sehr schön. Du machst Suppression. Damit wir nicht ordentlich uns treffen können und wir einen Tech-Bonus bekommen. Also Holo-Tech. Das wäre fast der Kern gewesen. Gut vor, mach eine AP-Granate. Dahin. Ein Lasertreffer, doch, da müsste drauf gehen. Die machen ja 5 HP. Rück mal. Da wirst du nicht treffen können, oder? Ich versuche einfach von hier zu schießen. Ah, ein doofer HP. Okay, warte. Du wechsel auf Pistole. Schade. Ja, nächstes Mal kriegst du ihn. Ist okay. Du kannst von hier aus leider nicht snipern. Du gehst dann mal. Und dann wahrscheinlich auch nicht, oder? Na doch, geh dahin. Weil der da drin wird, wenn dann überhaupt auf einen da vorne schießen. Die auch noch halbe Deckung haben, die sind näher dran. Du. Guck mal da. Ja. They're all over us. Drei Regenerationen? Drei Regenerationen, das ist völlig okay. Du. Komm, hau ihn weg. No joy here. 59 mal 2. Komm, komm, go, go. Hilft diesmal. Trotzdem ganz schön wenig für ein gelandetes UFO. Wir hatten schon mal in einem kleinen UFO, ich glaube, 25 oder so. Es war sehr viel. Das heißt, sie haben keine Fußsoldaten mehr. Die haben alle weggeschossen. Bis der ein Versteck bekommen. Ja, Killed in Action. Das war nicht so schön. Alles nur, weil jemand stunnen wollte. Du Infanterie bekommst Ranger. Du Ingenieur bekommst Heat. Continue. Oh ja, 42 Delirium, 50 Alloys. Zeug. Zeug ist toll. Und Sachen sofort reparieren. Engineering Bear. Dadurch, dass jetzt so viele Sachen beschädigt sind, wird auch die Terrormission jetzt gleich ganz interessant, ne? Weil die ganzen Rüstungen nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, ich mache jetzt mit Billigrüstung eine Terror-Swarming-Mission. Yay! Ah, gut. Carapace ist in Auftrag, Kestrel ist in Auftrag. Ich wollte noch irgendwas kaufen, was Alloys braucht. Ich weiß noch nicht mehr was. Laser, nee. Geh mal zurück zur Foundry. Shift Suppression. Enhanced Ballistics. Ja, das kann ich mal forschen. Ist okay. The Foundry is already warmed up. Ah, fällt mir jetzt ein, was ich kaufen wollte mit den Alloys. Das heißt, jetzt, wie viel Zeit haben wir noch bis zum 21 Stunden. Das lassen wir ein bisschen runter, Dicker. Excavation. Dafür kann ich Geld ausgeben. Okay, komm. Verkauf. Floater Corps. So. Das sollte jetzt reichen für das da.
Gut, das heißt, da kann ich dann auch den nächsten Thermogenerator hinbauen für mehr Platz, weil dann kann ich auch theoretisch anfangen, da oben den Generator abzureißen. Es gibt später nämlich noch eine andere Form von Generator, wenn ich mich recht erinnere. Und die kann ich dann einfach hier neben packen und da neben packen. Dann sind die drei Slots später auch frei für noch mehr Uplinks und Nixus und was weiß ich. Das klingt gut. So, jetzt wollte ich aber hier... Ne? So, Carapace ist schon mal sehr gut. Und der Rest braucht viel zu lang. Das heißt, mit der Ausrüstung, die ich jetzt habe, muss ich die Terror-Mission irgendwie schaffen. Aber da bin ich auch einigermaßen zuversichtlich. Wir nehmen die ganzen Veteranen mit und genug Granaten. Das passt schon.